Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vice-V-Center Actions. Ich merke gerade, meine Aufnahmetaste ist genau die gleiche wie. Mach mal hier bitte einen Waypoint. So. Ich habe einen dickeren Kohorhoff. Ich bin nämlich intelligent und klug. Jemand Witz. Ich bin einfach schon einmal gestorben. Und wie bin ich gestorben? Hunger. Ich bin jetzt gerade hier dabei. Ich habe mir so ein paar Apple Sprouts hier gemacht. Da stand einfach hier schon mal immer wieder. Kann ich auch noch Seiten? Nö. Dass ich schon mal wieder ein bisschen Futter rankriege, weil die Lunchbox ist leer. Ja. Ich bin hier gerade die ganze Zeit wirklich nur dabei, einfach nur Futter ranzukriegen. Denn es ist so schlimm. Ich bin einfach schon hier dran einmal komplett verhungert. Einfach nur von den ganzen. Macht mich bitte. Ja. Dann lösche ich jetzt einfach mal. Weil ich Holz haben möchte. Und mir ist einfach nicht aufgefallen, dass das ein bisschen sehr knapp wurde. Und da ging mein Apfelbaum hin. Gut, der hat jetzt eh nicht so wirklich funktioniert. Aber naja. Ich werde jetzt auf jeden Fall gerade mal hier ein bisschen was weitermachen. Ich habe schon einiges an Holz zusammenverarbeitet für die Strainer. Und wenn das dann alles fertig ist, dann würde ich sagen, hole ich euch einfach mal wieder so dazu. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Mir geht es schon wesentlich vom Hunger her besser. Ach stimmt, da war ja was. Das muss ich auf jeden Fall noch umändern. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt einiges an Holz bearbeitet, gefarmt und was weiß ich alles. Ich hoffe, wir sind jetzt bereit, dass wir hier die beiden Strainer machen können. Ne, die drei sind es ja. So, das heißt, sechs haben wir schon mal von denen. Whopper, das heißt, 1, 2. So. Drei von denen. Quest complete. Whopper Mark 2. Was habe ich Bock auf den Whopper? Das war ja auch zum Glück ganz und gar nicht beabsichtigt von denen. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. So. Wenn sich jetzt einer fragt, warum ich jetzt hier 4 jeweils gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ist spät am Abend. Ist meine Ausrede jetzt einfach mal. So, und dann sollten wir jetzt alles dafür haben. Ups. Anscheinend habe ich mich verzählt. So, aber gar kein Thema. Denn genug Äpfel sind jetzt auch schon wieder da, dass ich hier weitermachen kann. Und auch hier die Apple Sprouts können wir gut gebrauchen. Denn die können wir zu diesen Feins verarbeiten, die wir gleich brauchen werden für die Strainer. Ich werde jetzt einfach mal gerade ganz, ganz schnell essen. Hauptsache, wir kriegen das ganz schnell von der Bühne. Denn das Problem ist, einmal bearbeiten verbraucht eine halbe Hungerkeule. Was ein bisschen abnormal ist, aber keine Sorge, das haben wir bald hinter uns. Ja, man sieht ja schon, das Essen geht ganz, ganz schnell weg. Ja, ist ja gut, ich futter ja schon. Ah ja, ganz vergessen, wenn ich N drücke, der Nutrition Mod ist dabei. Fruit ist bald bei 100%, alles andere ist grottenschlecht. Das sieht nicht gut aus, das gebe ich offen zu. Aber naja. Wie war das? Mühsam ernährt sich das Murmeltier und das Murmeltier ernährt sich nun mal Scheiß. Aussage durch 3. Ne, 19 haben wir heute. Die Axt kaputt. Das ist halt richtig blöd, dass man die Axt quasi nach, wenn sie weg ist, wenn sie kaputt ist, dass man sie wegwerfen kann. Das finde ich schade. Aber naja. Jetzt bin ich aber gerade echt komplett neben der. Nicht Krebel, Gravel, Gravel. Ach ja, ich habe mich das in diesem Display auch gegen Musik entschieden, weil naja. Ich glaube, mein Musikgeschmack kann da beim letzten.
Let's Play nicht so gut rüber. Und wenn ich den jetzt meine Stream-Playlist nehmen würde, die ich sonst immer hatte, würde ich bestimmt sofort hier die guten alten Content-Strike kriegen von YouTube. Du hast die Dingens und Bums nicht. Ja, ist ja gut. So, wenn ich die jetzt esse, lässt sie mich dann machen. Dankeschön. Boah, Essen ist ja ganz am Anfang eine totale Katastrophe, gebe ich offen und zu. So, jetzt aber Strainer Base. 3 Stück haben wir. Können wir wegmachen. Ja, stimmt, wir haben eine Chest gemacht. Wir kriegen ein Iron Chest Upgrade. Und wir kriegen ein Signal und kommen. Was? Okay. Aber naja. Ne, das hat nicht geklappt. Ich dachte, das hätte ich jetzt gerade gesehen. Naja. So, jetzt wo wir die Strainer haben, nehme ich mir ein wenig Cobblestone raus. Mache das einfach mal da gerade rein. Ungefähr so. Und wir machen hier schon mal ein bisschen Bebauungskram. So, aber auch jetzt nicht allzu viel. Denn das Blöde an diesem Modpack ist, ist einer. Ja, was heißt einer meiner Lieblingsmods? Es ist ein etwas nerviger Mod drauf. Sagen wir mal so. Nämlich das gute alte Hardcore Darkness. Was ist Hardcore Darkness? Wenn es dunkel wird, dann richtig. Und zwar, hier sieht man das ja schon so ein kleines bisschen. Ich merke, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Cobblestone. Spitzhacke ist hier. Aber ich sag mal so, alles was jetzt dunkel ist, das wird auf jeden Fall ausgeleuchtet, dass man hier was sehen kann. Stone. Mach mal so. Das sollte dann auf jeden Fall reichen. Okay. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Zacki, da, zack. So, dann kommt hier einer hin. Hier einer. Und hier einer. So, dann könnte ich das auch mit denen machen. Das wäre super. Natürlich nicht. Jetzt habe ich also eben so wundervolle Sticks hier reingetan. Das kann auf jeden Fall mal gerade weg. Da macht man sich ganz einfach Fackeln mit. So, Cobblestone hat ja glaube ich gerade weggetan, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Eis. Denn, wie wir jetzt schon herausgefunden haben, mit Eis können wir Wasser herstellen. Was jetzt gar nicht so uninteressant ist für so eine Wasser-Strainer-Basis. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Dann machen wir hier einfach nochmal eine Fackel hin, dass das ausgeleuchtet ist. Brauchen wir die Survivalist Trainer? Das waren diese Twines. Dafür brauchen wir diese Plant Fibers. Und ich bin jetzt gerade nochmal nicht nur wegen den Äpfeln gerade hier am Abernten, sondern wie ich jetzt eben auch herausgefunden habe, kann man auch mit diesen Apple Sprouts Plant Fiber herstellen. So, 32 Stück. Das net, also das ist einfach nur 3. Das mache ich sogar wirklich noch einmal, weil die werden wir häufig brauchen, das weiß ich. Falsche ST-Teil. Ich glaube, man merkt auch so ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ne?
Ja, ich fürchte, bei mir brütet sich da was aus und zwar nichts Gutes. Wieso kann ich das nicht machen? Also, weil es im normalen Crafting-Table gemacht wird. Okay. Akzeptiere ich, aber auch nur ausnahmsweise. So. Quest complete. Water Colander. Einmal. Und die tue ich hier extra mal ein bisschen mehr dran. Kommen wir zurück zum Water Trainer. Wir bekommen jetzt sagen, ein Leafy Fish Sandwich, das werde ich sofort verdrücken. Und ein Efficiency Meter. Einmal. Oh, das würde ich so gut tun. So, Efficiency Meter. Mit diesem Aufbau haben wir Efficiency von 10%. Ich weiß nicht, ob es noch besser geht, habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, aber naja. Was werden die jetzt machen? Dieser Strainer, das normale Survival Strainer, hat 120 Benutzungen, das heißt 120 Mal können wir hier Items rausfischen. Hier kriegen wir größtenteils Seeds und sowas raus. Die Strainer Base hier, sehen wir schon, kriegen Erde und Würmer, okay. Die kriegen Sand, Dirt, Würmer, Gravel und Clay. Deswegen habe ich die gleich zweimal gemacht, weil wir davon auf jeden Fall eine Menge brauchen werden. Das nächste Ziel ist jetzt einmal Healing Salbe. Da kommen wir noch nicht so wirklich zu. Und ein Clay Kiln. Das dürfte jetzt nicht das Thema sein. Low-grade Charcoal. Und Whittles Fire Sticks. Damit wir einen Ofen kriegen. So. Auf jeden Fall hier nochmal gerade. Ja. Aha. Alles an Äpfeln mitnehmen. Allein auch schon wegen den Sprouts wieder. So, Twines. Wie gesagt, da werden wir noch einiges gebrauchen können. Kann ich mit denen jetzt auch noch? Nee. Na gut. Um mal hier so ein bisschen Platz zu machen, machen wir da mal so. Wie viel Clay haben wir jetzt schon? Wir haben Lotus Seeds, das ist super. Apple Seeds, das ist ganz nett. Und noch kein Clay. Dann fangen wir einfach schon mal anders an. Denn wir brauchen diese Whittled Fire Sticks. Whittled Fire Sticks sind nichts anderes als zwei Sticks übereinander oder nebeneinander. Bloß bei einem bleibt es, benutzt halt nichts, wir brauchen zwei. So, jetzt haben wir hier so zwei wundervolle Formen, schöne Sticks. Und was bringt uns das jetzt? Wir nehmen so einen Holzblock. Ein Stick in die Offhand, einen in die Mainhand. Rechtsklick. Oh, Feuer! Feuer, heißer. Wir haben Feuer gemacht. Und ja, das ist unser erstes Early Game Feuerzeug. Ihr habt es schon richtig erraten. Ah ne, ich bin blöd. Scheiße. Ich bin so doof, das ist unglaublich. Ja, vergesst das, was ich gerade mal gemacht habe. Wir holen uns hier einfach schon mal so ein bisschen Clay raus, sonst fehlen nur noch zwei Stück. Chamomile? Was war das jetzt nochmal? Ach so, das Zeug, das ist super. So, ignorieren wir den Fail von gerade eben. Wir können uns jetzt hier einen Clay Kiln machen. Was ist der Clay Kiln? Das ist unser erster Ofen. Dafür mache ich mir jetzt auch mal hier eine erweiterte Plattform. Das war jetzt sehr wundervoll. So, einfach hier schon mal was dran. Ja, das mache ich hier ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Haben wir. Da sollte ich aber vielleicht dann hier nochmal so ein bisschen was dran machen, dass es jetzt nicht allzu eingeengt wirkt. Und ich muss auf jeden Fall dann hier noch eine Mauer dran packen, damit ich nicht runterfalle. Da sehe ich mich schon wieder bei.
Auf jeden Fall, diese Clay Kilns, ne? Die werden wir jetzt noch ein kleines bisschen behalten. Wieso? Das ist sogar ganz einfach, weil wir die teilweise bis. Ich habe die beim letzten Mal bis im Midgame teilweise immer mal wieder gebraucht. Und ich war halt irgendwann so schlau, ja komm, du hast jetzt einen elektrischen Ofen und also eine Scheiße brauchst du nicht mehr. Arschkarte, immer dann mal wieder, ja okay, bauen wir das mal wieder auf. Und wir bauen das mal wieder auf. So, ich mache jetzt hier so eine. So eine kleine Mauer ran. Sieht wundervoll aus, ne? Das wird unsere erste Behausung. Nee, Spaß beiseite. So, jetzt aber. Wir tun den restlichen Cobblestone mal weg. Nochmal vier Sticks. So, einmal, zweimal. Wie funktioniert das jetzt? Wir nehmen so einen Oakwood, packen den da rein und er brät. Das kann jetzt halt wirklich eine Zeit lang dauern, weil der ist noch nicht mal ein fertiger Ofen. Jetzt ist er ein fertiger Ofen. Und jetzt fängt er sogar offiziell erst an zu braten. Das heißt, wir brauchen nochmal Sticks. Ja, der Anfang ist, wie man vielleicht schon ein bisschen raussieht, ein bisschen komplizierter bei. Jetzt hätte ich irgendwie schon fast Cracktech gesagt. Das ist ja noch gar keine Cracktech. Es ist ja wirklich erstmal der Anfang von Interactions. So, wenn das hier zum Local Charcoal Block geworden ist, dann fangen wir erst richtig an. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann kommen wir und bauen uns halt irgendwann nochmal in Schuhen auf hier. Sehr schön. Das kann weg. Weil jetzt ist dieser Local Charcoal nichts anderes als quasi Netherrack. Eine unendliche Feuerquelle. Machen wir das so. Gut. Und wir haben Feuer. Das heißt, wir tun noch ein paar rein. Und ja, wir bekommen darüber auch XP. Jetzt will ich mal kurz gucken. Können wir das im Ofen packen? Ich glaube nicht. Nee. Also guckt Apples sind leider nicht dabei. Aber wir können das hier wegpacken, das wegpacken, das wegpacken. Was haben wir jetzt hier bekommen? Oh, einiges. Ja, langsam kommt er schon bei rum. Sugarcane, sehr schön. Und ich bin seit erstem Mal wieder seit langem wieder volle Hunger. Oh, das ist auch so ein schönes Gefühl. So, aber keine Ahnung, warum die Quest jetzt nicht abgeschlossen ist. Hallo? Ah, okay, jetzt hat er das. So, wir kriegen Sausage Bean Melt. Keine Ahnung. Ich werde hier also auf jeden Fall so ein paar schon vorbereiten, weil diese Teile, die werden wir immer wieder brauchen, wie gesagt. So. Was ist das? Sausage Bean Melt. Kann man das vielleicht irgendwann herstellen? Okay. Das dauert noch. Packen wir aber mit hier rein. So. Clay dürfte wieder einiges da sein. Jawohl, ja. 25 Clay. Das heißt drei neue Öfen. Mal so. So. Hier rein. Einmal, zweimal. Und dann haben wir auch schon vier Öfen erstmal. Den Block will ich aber noch weg haben, damit ich mich hier ein bisschen besser bewegen kann. So, der Inventar wird langsam voll. Um eine Quest nochmal abzuschließen, mache ich mir nochmal Plant Fibers.
Sabluta, wer kennt er jetzt? Okay, es geht halt nur dann oben rechts. Okay, merke ich mir. So. Nächstes Werkzeug, was uns auf jeden Fall weiterhelfen wird, wenn wir in die Quests reinschauen. Die nächste Questreihe, die wir machen müssen, ist entweder Infinity Dust, eine Trap für mit vier Ground Traps und Raw Beef. Das Problem ist, die Ground Traps brauchen wieder Holz. Wir brauchen einen Knochen. Und wir brauchen Grout. Okay, Grout könnten wir machen. Knochen Recycle. Hä? Cyan Terracotta. Good luck with this one. I put it in a place we will never find. Quest complete. Was tun wir hier vom Block reinkommen? Sieht fast richtig aus. Ich weiß aber gar nicht mehr, wofür wir jetzt Terrakotta brauchten. So, jetzt können wir aber die Quest hier absch. Wieso gibt denn das jetzt nicht? Ach, der braucht Wasser. Da kann ich dann auch mal einen neuen Trick machen. Denn mit dieser Borke, mit der Rinde, können wir Wasser herstellen. Also einen Eimer herstellen, der aber kaputt geht. Und der geht trotzdem nicht. Ah, deswegen. So, Corrugated Plant Pole. Was können wir damit machen? Blümchen! So, mit diesen Blümchen kriegen wir Farbe. Brauchen wir aber gerade noch nicht. Ich bin jetzt teilweise echt so ein bisschen überlegen, wie ich weitermachen kann. Also, sorry, wenn ich gerade noch nicht so wieder richtig drin bin. Ah, man sieht doch gerade, mir fehlt ein Herz und ich habe voll den Hunger. Das ist auch ein Teil des wundervollen Modpacks, denn natürliche Life-Regeneration ist ausgeschaltet. Dafür bräuchten wir diese Healing-Salbe. Aber naja, können wir noch nicht machen, oder können wir die machen? Nee, noch nicht. So. Auf jeden Fall, worauf ich zurückgreifen wollte. Hier kommen wir noch nicht so wirklich weiter. Beziehungsweise könnten weitermachen, aber wir brauchen wieder einiges an Holz. Und ich habe keinen Bock, schon wieder 40 Äpfel zu fressen, nur damit wir drei Blöcke kaputt machen können. Deswegen machen wir zur Säge. I saw that. Wir machen eine Water-Powered Saw. Da brauchen wir zwar auch wieder ein bisschen Holz, aber wesentlich weniger. Aber wir können es effizienter jetzt dann damit herstellen. Wir brauchen 2, 4, 6, 8 Holz. Und ich behaupte mal, kacken dreist. Das ist das letzte Mal, dass wir das jetzt machen müssen. So. Pressure Plates haben wir. Zwei Logs, zwei Sticks, eine Water Power Dingens, eine Water Powered Sawblade oder war das? Genau. Da brauchen wir einen Flintblock und vier Flints. Flintblöcke haben wir ja bekommen. Das heißt, ich mache 1, 2, 3, 4. Dann das Rad fertig machen. So haben wir das schon. Und dann einmal Shift. Und wir haben eine Water Power Saw. Was kann die Water Power Saw denn? Das ist ganz einfach. Ich nehme nochmal ein bisschen Stein mit. Denn wir werden uns das hier drüben auf jeden Fall auch noch aufbauen. Deswegen habe ich hier diese Lücke so ein bisschen freigelassen. Machen wir so. Oh, das ist. Ella.
Bis gleich. So, ich bin mal gerade. Ich habe jetzt einfach mal erlaubt, da gerade runter zu fliegen. So, auf jeden Fall wieder einen Punkt weiter auf der Todesliste. Ich werde am Ende des Websites eh mal schauen, wie viele das jetzt waren. So. Das platzieren wir jetzt mal hier hin. Dann. Ja, es. Ah, kann schon wieder essen. Okay, ich hatte nämlich gerade jemanden für den No Appetit Debuff. Dann mache ich das auf jeden Fall gerade noch mit euch zu Ende. Dann wartet auch schon wieder für diese Folge. So, wir brauchen noch ein Eis. Denn wir brauchen wieder etwas Wasser. Einmal so. Und jetzt muss ich das. Ich glaube, so war das. Nee, so will ich. Das ist aber nicht Hilfe, macht das sowas nicht mit mir spielen. Macht nämlich eine andere Flussrichtung. Ja, so würde auch nicht. Das ist immer so ein bisschen tricky, genau, so würde ich das haben. Weil dann mache ich es einfach hier ein bisschen dicht. Kann aber dann hier irgendwann so ein Wopper mal dran packen. Was hat das jetzt gebracht? Ja, jetzt haben wir eine Water Power Source. Ist ja schön und gut. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, Holz auch richtig zu verarbeiten. Das heißt, wir packen jetzt einfach hier erstmal immer wieder ein bisschen Holz drauf, verarbeiten das Ganze so. Zack. Und wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, endlich Holz zu verarbeiten. Wir würden jetzt noch ein bisschen Curry-Reis kriegen, aber ich glaube, wir machen das jetzt mal so, dass ich jetzt hier erstmal damit ein bisschen Zeit verbringe, hier mal eine kleine Grundbasis aufzubauen. Ich denke nämlich, die Folge dürfte jetzt insgesamt vorbei sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall so ein paar Sachen hier vorbereiten, ein bisschen Base aufbauen und sowas. Nicht allzu viel, also ich werde jetzt hier keine Giga-Mega-Base des Todes aufbauen. Einfach so ein kleiner Ort, wo man ein bisschen Zeit vertreiben kann. Das ist mir das Wichtigste erstmal. Denn ich würde es auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Runde von Feed the Beast Interactions. Bis dahin, tschüss.